Er ist einer der Frontmänner der neuen deutschen Welle. 1979 gründete er die Formation UKW und genau vor 40 Jahren stürmten die Sommersprossen in die Charts. Ein Mann mit vielen Facetten, den wir heute näher vorstellen wollen. Er wird uns erzählen, dass es die Tina aus den Sommersprossen wirklich gibt und auch Lima als Reiseziel eine sehr entscheidende Rolle spielte. Bei uns im Star Talk heute Peter Hubert von UKW und wir legen einfach mal los und blicken auf 40 Jahre Sommersprossen, die ja in diesem Jahr gefeiert werden. Angefangen hatte aber alles schon sehr viel früher bei Ihnen und Sie waren zunächst mal, was viele nicht wissen, in einer anderen Formation am Start. Ja, ne, ich habe ja schon in Schulzeiten angefangen, also mit, weiß nicht, 15, so ging das, 15, 16 ging das los, ne, da gab es die erste Schulband, die zu dritt, die nicht lange gehalten hat und danach gab es eine Band, die hieß hier in Berlin Mighty Little and the Earthshakers. Das war eine größere Truppe von Freunden, die zusammen Musik gemacht haben, wo dann auch andere dazu, Freunde dann irgendwelche Instrumentspiel lernen mussten. Da haben wir aber Frank Zappa, weil wir große Zappa-Fans waren und ich das auch heute noch bin, Zappa auf Deutsch gespielt. Na, da haben wir also Zappa-Titel genommen und die haben wir dann ins Deutsche übersetzt oder ähnliche Titel gemacht. Ja, und da haben wir dann unsere Welttournee durchgeführt, so nannten wir das, die dann von Berlin-Spandau nach Berlin-Wilmersdorf und Berlin-Moabit führte. Und so nach einiger Zeit hat sich dann die Band aufgelöst. Okay, woher kommt bei Ihnen die Leidenschaft zur Musik, die Sie ja schon das ganze Leben lang begleitet? Was war da die Initialzündung? Ah, ich weiß ich, kann ich gar nicht so sagen. Das ist eine gute Frage. Also meine Begeisterung von Musik fing ja eigentlich gar nicht so richtig an, wie ich in jungen Jahren war, ganz jung, so mit 8, 9 sollte ich Blockflöte lernen. Mhm. Und da bin ich dann doch lieber zum Fußballspielen gegangen, bis das dann irgendwann rauskam, dass ich nie beim Unterricht war. Also da hielt sich die Begeisterung noch in Grenzen. Und in der Schule bin ich zum Beispiel aus dem Schulchor rausgeflogen, weil ich angeblich nicht singen konnte. Also der Einstieg in die Musik war ein bisschen schwierig. Ne? Aber ich habe halt schon immer gerne Musik gehört und und schon angefangen, sehr früh Schallplatten zu sammeln. Und so ging das dann los. Wie kam es dann zur Idee und zur Gründung von UKW? Naja, nach der Auflösung der besagten Band, der Zappa-Cover-Band, sag ich mal, war da schon ein bisschen der Kopf der Truppe, hab da die Titel geschrieben oder umgeschrieben und so und hab dann eben angefangen, Titel zu schreiben und dann auch wieder im Freundeskreis Berlin-Zehlendorf entstand dann diese Band und so fing das dann an. Ich habe dann geguckt, dass wir einen Übungsraum finden und ein sehr guter Freund von mir hat dann den Namen UKW sozusagen dazu beigesteuert, wie wir dann überlegten, wie die Band heißen sollte. Ne? Und so ging das dann Ende der 70er, 79 so los. Mhm. Und dann, wie man das so macht, dann spielten wir halt hier in Berlin so, erst vor 5, dann vor 10, dann vor 15 Leuten, ne, und so weiter. Und ja, und dann haben wir am Berliner Senatsrockwettbewerb teilgenommen, 1981, und waren dann eine der 10 Gewinnerbands. Ne, da waren immer 10 Bands pro Jahr, die dann gewinnen konnten und die bekamen dann als Preis eine Single-Produktion, also Studiokosten und 1000 Singles wurden produziert und die durfte man dann selber unter die Leute bringen. Und so war dann unser Einstieg sozusagen als UKW in das etwas professionellere Dasein und dann bei der Veranstaltung, wo die 10 Gewinnerbands vorgestellt wurden, waren dann auch Leute von der Teldec Schallplattenfirma da damals und die haben uns dann unter Vertrag genommen. Okay. Seid ihr da gleich mit dem Ziel hingegangen oder angetreten? Wir rocken das Ding? Natürlich. Natürlich war das so, dass wir dachten, wir probieren es. Der Schallplattenvertrag jetzt mit der Teldec, der hatte damit nichts zu tun. Ne? Mhm. Die haben sich das dann angeguckt,
Und haben dann geguckt, was da so in Berlin los ist und haben uns dann unter Vertrag genommen. Also so ein bisschen auch unser Management, wir hatten dann schon Management, auch wieder durch Freunde, die sagten, geh doch mal dahin, die buchen für euch Konzerte. Ne? Und das war das gleiche Management, was damals die hatten, wo auch Jürgen von der Lippe war, nur mal so als Information. Ne? Und ja, so ging das dann los. Und dann sind wir ins Studio und kurze Zeit später waren wir ja dann mit Sommersprossen bei Desiree Nosbusch, erste Fernsehsendung, naja, und dann ging das Ding durch die Decke. Die Neue Deutsche Welle entstand ja damals 1979, ja, man kann sagen im Rheinland. Hagen, Dortmund waren ja dort die Hochburgen und Sie saßen in Berlin. Und wie konnten Sie damals die Kraft, die die NDW im Ruhrgebiet entwickelt hat, nach Berlin mitnehmen? Naja, da haben wir uns überhaupt nicht, wir haben ja mit diesem Begriff NDW oder dass da andere auch Musik machen, das war überhaupt nicht das Thema. Wie gesagt, wir hatten ja schon, ich hatte oder wir hatten ja vorher schon deutschsprachige Musik gemacht. Das war ja der Punkt, deutschsprachige Musik zu machen, die eben anders war als das, was damals üblich war. Also ich nenne es jetzt mal so als Begriff Schlager. Ne? Der einzige, wo ich mich jetzt direkt dran erinnern kann, der mich da schon frühzeitig interessiert hat und beeinflusst hat, war Udo Lindenberg. Und dann New Wave aus England, ne, das waren so die Einflüsse. Also das jetzt, klar hat man dann auch mal gehört, die dann schon Plattenverträge hatten, wo man die Musik hören konnte. Aber die Hauptbeeinflussung war bei mir eigentlich Hauptschreiber der Band, na, ich habe ja eigentlich fast alle Titel geschrieben, war halt New Wave aus England und so weiter oder eben Udo Lindenberg und solche Sachen. Oder eben auch, was ich sehr gerne gehört habe, waren die 30er Jahre, so Comedian Harmonists und so weiter. Das hat mich auch beeinflusst. Okay, und dann kam der Sommer 82 und die Sommersprossen. Wie kam es zu diesem Titel, zu diesem Zeitpunkt? Doch, eigentlich ganz einfach. Der ist ja schon einige Jahre vorher entstanden. Ne? Also der ist nicht, der ist, ich glaube, 79 war das, 80, ich weiß, kann es jetzt nicht mehr ganz genau sagen. Meine damalige Freundin, ne? Und jetzige Frau, mit der ich in diesem Jahr 50 Jahre zusammen bin, Wow. Die war damals in Lima, weil sie schon damals sehr reisefreudig war. Und da fiel mir dieser Titel ein. Okay. Tina, ne, das ist so ihr Spitzname, sage ich jetzt mal. Na, also nicht direkt, sondern sie heißt eigentlich Tine, abgeleitet von Katrin. Aber das reimt sich schlecht auf, ne, Lima. Also deswegen Tina. Und so kam das, dass ich dann während ihrer Abwesenheit diesen Titel mir in den Kopf kam. Wie hat sie denn den Titel gefunden? Was hat sie damals gesagt? Sie fand ihn gut. Und als der Titel dann groß in den Charts war, wie war dann ihre Meinung dazu? Weil so ein Erfolg, den kann man ja gar nicht planen. Nein, überhaupt nicht. Da war gar nicht dran zu denken. Mein Gott, das war alles, das ist eben, gehört Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, immer dazu. Ja, natürlich fand sie das alles klasse, ne, und war da im Grunde genommen, stand da immer hinter mir und hat mich unterstützt und so weiter, ne? Und ja, und hat das im Grunde genommen, fand sie natürlich schön. So soll's auch sein, ne? Und dann kam auch schnell die Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Der fremdelte ja immer ein bisschen mit den NDW-Songs. Das hatte man ihm in den Sendungen durchaus angesehen. Wie war der Umgang mit dem, ich sag mal, Großmeister des Schlagers? Er hatte ja ein eher unterkühltes Verhältnis zur NDW, oder? Ja, das schon, aber er war immer sehr professionell und im Grunde nett und freundlich und alles, das war alles überhaupt kein Thema. Also es war nicht so, dass wir da so nur die Geduldeten waren. Ne? Das war überhaupt nicht der Punkt. Auch nach den Veranstaltungen traf man sich ja dann immer noch im, oh Gott, wie hieß das Hotel? Schweizer Hof, glaube ich. Und da gab es eine Hotelbar, die den Namen Todeszelle, weil die so klein war und man dort ab und zu auch alkoholische Getränke zu sich genommen hat. Fand danach eigentlich immer dann mit allen Beteiligten das Treffen dort in der Todeszelle statt und das war immer nett und freundlich und also nie so, dass wir das Gefühl hatten, wir sind eigentlich nicht gewollt. Aber dass das nicht seine Musik war, war uns klar, das wussten wir. Es gab ja auch innerhalb der Band wirklich Diskussionen, ob wir da überhaupt hingehen. Ne? Aber dann irgendwann haben wir gesagt, mein Gott, any promotion is good promotion und deswegen waren wir dann in der Hitparade und haben den Laden ja auch
ganz gut gerockt, irgendwie alle, die dann dahin kamen und nicht aus dem Schlagerbereich waren. Ne? Das hat auf jeden Fall die Sendung und die Band verändert und in keinem Fall geschadet. Dann aber gab es den Einschnitt nach der Funkausstellung 1983, denn es gab bandinterne Veränderungen. War das auch für Sie so ein Punkt, an dem Sie überlegt haben, wie geht denn das jetzt überhaupt weiter, oder haben Sie das einfach so akzeptiert, dass dieses Gesamtprojekt UKW so nicht weiter bestanden hat? Ja, naja, gut, das ging dann irgendwie, konnten nicht alle mit dem Stress und dem Druck und dem ständigen Unterwegssein irgendwie umgehen. Und dann kam halt der Ausstieg unseres Bassisten, der dann gesagt hat, er hat keinen Bock mehr und so, das ist nicht mehr seins und so. Und ja, und dann gab es ja dann neuen Bassisten dazu und so, aber irgendwie war die Luft raus, kann man sagen. Es war einfach irgendwann so das Gefühl, das war es jetzt erstmal, ne? Also wir waren alle ein bisschen so an der Grenze unseres, ja, ich nenne es mal, unserer Belastbarkeit. Und dann kam es halt dazu, dass dann irgendwann alle gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt. Die Welt der Stars und Sternchen. Ollis Welt bei Radio 700. 82, 83 in Hochzeiten der NDW. Wie hoch war da Ihre Belastung? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist man da wirklich jeden Tag auf Tour gewesen? Naja, nicht jeden Tag, aber es war halt, man war halt doch sehr viel unterwegs und dann war wieder Studio und dann war wieder Interview, dann war Fernsehen. Dann dazu kam auch immer noch dieses, was ja am Anfang irgendwie schon man sich toll fühlte, aber dieses ständige, auch wenn man unterwegs war, man wurde ja immer erkannt. Also irgendwie auf der Straße, man konnte fast, also ich hatte das damals, wo ich gewohnt habe, da haben teilweise irgendwelche, also haben da Fans direkt vor der Tür kampiert, im Treppenhaus, ne, wo dann die Nachbarn sagten, also so geht's nun nicht und so. Ne. Also das war schon irgendwie eine vollkommen neue Lebenssituation, ne, und das von 0 auf 100. Das hat sich ja nicht langsam entwickelt, was ja viel gesünder gewesen wäre, sondern es ging wirklich, ne, Fernsehsendung bei Deson Noschbus und ab dem Augenblick war alles anders. Ne, und das ist eigentlich für junge Menschen keine gesunde Entwicklung. Ne? Naja, nicht wirklich. Ne? Die Wirkung damals, die war ja auch eine ganz andere, durch das Fernsehen mit gerade mal 3 Programmen. Ja, absolut. Ne? Ganz klar, weil da haben die Leute, heute ist ja das viel weiter, ne, also die, ne, diverser nenne ich es jetzt mal, ne? Viel, viel mehr Möglichkeiten, Angebote, wo man sich im Grunde genommen Musik ansehen, anhören kann und so. Ne? Aber damals war das eben sehr auf wenige Programme beschränkt und da haben die Leute dann auch geguckt. Das war ja so, wenn man in der Hitparade war und da irgendwie sich gut platziert, dann hat man, das war am Wochenende, am Samstag irgendwie 50.000 Singles verkauft an einem Tag. Okay. Ne? Das waren noch vollkommen andere Zahlen und auch eine vollkommen andere Situation. Für Sie war dennoch kein Karriereende abzusehen, denn es ging bei Ihnen solo weiter, denn Sie haben die Verlegerlinie eingeschlagen. Wie kam es denn dazu, dass Sie aus dem Rampenlicht ausgetreten sind und sich dann hinten dran gesetzt haben? Och, ich war nie so jemand, der das jetzt für seinen Lebensinhalt oder für sein Wohlbefinden brauchte, da im Rampenlicht, Entschuldigung, zu stehen, weil ich eben gemerkt habe, dass das schon auch sehr belastend sein kann, ne? Weil man eben nicht mehr frei und so sich bewegen kann, also sondern andauernd irgendwie auch angesprochen wurde, oft meistens positiv, aber auch manchmal negativ, ne, wie das so ist. Und deswegen war das dann diese Entwicklung, dass ich mich dann da bei uns um die verlaglichen Dinge gekümmert habe, ja, irgendwie plötzlich, weil ich ja mich eh schon Urheberrechte gekümmert habe, weil ich ja die Titel geschrieben habe, mit der GEMA zu tun hatte und so, also da schon auch schon wissend war, ne? Und dann kam das halt, dass ich mich dann bei uns, den Musikverlag, den wir damals gegründet haben, mit dem Management, ne? Ja, und dann, ja, so ging das dann weiter. Und das ebenfalls nicht ohne Erfolg, denn Sie hatten mehrmals das richtige Händchen als Verleger. Erzählen Sie doch mal. Naja, also der erste Erfolg als Verleger war Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen von der Lippe mit dem entsprechenden Album dazu, was ja sehr erfolgreich war. Und dann habe ich in den 90ern gewechselt mit einem anderen Partner zusammen und da war dann sehr erfolgreich Sasch in den 90ern und Anfang 2000er Jahren. Ne, das war ja ein Welterfolg, kann man sagen. Oh ja. Vor allen Dingen in England und den entsprechenden
englischsprachigen Ländern, Australien und so weiter. Also hier bei mir im Büro, wo ich jetzt gerade sitze, hängen, glaube ich, ohne angeben zu wollen, 40 oder so Golden- und Platinplatten an der Wand aus dieser Zeit. Und ja, das war schon sehr das Erfolgreichste. Absolut richtig, ja. Und gerade auch bei Sage wurde ja eine ganz andere Musikrichtung eingeschlagen wie die NDW und auch Guten Morgen, liebe Sorgen. Das war ja erstmal kein Mainstream-Song. Wie kommt es, dass Sie da immer genau den richtigen Riecher haben? Sehen Sie das vorher und sagen sich, das passt jetzt genau hierhin? Das liegt ja auch nicht jedem. Nein, das ist, kann man nicht. Das ist ja auch, ich meine, mit Jürgen von der Lippe hatten wir ja sowieso zu tun. Ne? Der war beim gleichen Management. Das, wir als Management haben dann gesagt, das Management von Jürgen, also und ich haben gesagt, Mensch, wir gründen einen Musikverlag. Ne, und dann, ne, also das sind so Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Auch was Sasch betrifft, war überhaupt nicht absehbar. Das waren die Jungs, die das gemacht haben, das war ein Team, mit dem wir eh schon zusammengearbeitet haben. Die hatten vorher immer mal wieder Dinge gemacht, ne, Titel, die wir veröffentlicht haben, dann auch über das Label. Und irgendwann kamen sie eben mit Encore une fois und dann hatten wir auch die richtigen Kontakte ins Ausland, ja, und dann ist das Ding da eben losgegangen. Ne? Und das ist nie so, dass man sagt, oh, das wird jetzt der Riesenhit und das wissen wir jetzt und so weiter, sondern das sind so Dinge, die dann, wo viele, viele unterschiedliche Faktoren zusammenkommen müssen, damit so etwas funktioniert. Und das Schöne an den drei Songs, über die wir gerade gesprochen hatten, die kann man genauso wie damals heute immer noch mitsingen. Naja gut, das ist bei ich nenne es jetzt mal so, bei Hits, ne, die nicht in der Versenkung verschwinden, ja, ist das so. Und ich meine, wenn mir jemand, das sage ich jetzt immer wieder, vor 40 Jahren gesagt hätte, dass ich, ne, jetzt immer noch auf der Bühne bin damit und die Leute das hören wollen und Spaß damit haben und vor allen Dingen auch junge Leute. Also das ist ja jetzt nicht so, wenn wir hier mit unseren NDW-Titeln auf den Bühnen sind, dass da nur die Alten stehen, die das damals gehört haben, sondern da ist Jungvolk dabei, die das mitsingt, ne, und teilweise Kinder. Wir haben teilweise schon Veranstaltungen gehabt, zum Beispiel hier im Berliner Tierpark, eine Nachmittagsveranstaltung, da waren nachher 5 bis 8-Jährige auf der Bühne, die da alles mitgetanzt und mitgesungen haben. Da habe ich mir gesagt, oh, du musst mit 90 noch auf die Bühne. Wahrscheinlich, ja. Nun gibt es genau wie früher heute immer mal wieder NDW-Partys, bei denen Sie und ganz viele andere Stars von damals versammelt auf einer Bühne zu finden sind und das sehr erfolgreich. Was macht die Musik von damals Ihrer Meinung nach so zeitlos? Also erstmal, es sind leider nicht mehr so viele, die dabei sind. Es werden auf altersbedingt und auch gesundheitlich leider immer weniger Kollegen, die mit dabei sind. Aber der feste Kern funktioniert noch. Allen voran Kollege Markus und wir sind regelmäßig unterwegs. Also jetzt, wie gesagt, in diesem Jahr jedes Wochenende. Es ist halt eine spezielle Musik, die eben Spaß und in erster Linie Spaß und Freude transportiert, auf eine humorvolle Art und Weise. Ne, es geht selten um Herzschmerz und Beziehungen, ne, was ja häufig im Schlager, sage ich mal, so als Oberbegriff der Fall ist, sondern es ist ist viel, viel Spaß dabei und auch Nonsens teilweise von den Texten her. Und die Musik ist halt scheinbar zeitlos. Deswegen funktioniert das immer noch. Wie ist die Zusammenarbeit unter den NDW-Bands heute? Sie waren ja damals durchaus Konkurrenten und heute stehen sie ja zusammen auf einer Bühne. Ja, nee, das ist alles wunderbar. Es ist überhaupt keine Konkurrenz, sondern wir sind einfach ein gut eingespieltes Team und es ist immer wieder eine Freude, ne, die Kollegen zu sehen und gemeinsam dann für Spaß und Freude zu sorgen. Also deswegen alles, da ist nichts mit Konkurrenz. Nun jährt sich die NDW und natürlich auch die Sommersprossen zum 40. Mal und es gibt viel zu feiern. Was waren für Sie die interessantesten Momente in diesem Jahr? Für mich interessantest, sage ich mal, war die erste Kreuzfahrt, die ich gemacht habe. Da gab es eine 80er-Jahre-Kreuzfahrt jetzt im Mai. Sehr kurz, weil es ist für mich auch okay, weil eigentlich so vom Reisegefühl ist das nicht so meins.
Ne, weil wenn wir reisen, also meine Frau und ich, wir sind immer jeden Tag woanders, immer unterwegs, immer Land und Leute kennenlernen. Und Kreuzfahrt, da ist man ja doch an Bord und ne, das ist weitaus entspannter. Aber das war eine Kurzfahrt von Hamburg über Kopenhagen nach Kiel und das war eine 80er-Jahre-Fahrt und da waren wir eben auch dann auf den Bühnen dort und das war schon ein tolles Erlebnis. Mhm. Ne, also überhaupt sowas mal kennenzulernen und die Begeisterung der Leute dann dort, das war sehr schön. Ansonsten, naja, was auch immer wieder ein tolles Erlebnis ist, ist hier in Berlin, in der Wuhlheide findet jedes Jahr eine Veranstaltung statt von Berliner Radiosender. Und das ist natürlich dann schon beeindruckend, wenn da irgendwie 15 oder 16.000 Leute sind und dann mitfeiern. Ne, aber ansonsten Kieler Woche war und im Grunde ist jede Veranstaltung, eigentlich jede Veranstaltung, wenn ich jetzt mal so kurz hier auf den Plan, der hier liegt, gucke, war eigentlich immer, es ist immer anders, aber es ist trotzdem immer eine Freude, nur auf Menschen zu treffen, die dann begeistert sind und die einem auch teilweise, wenn es ältere sind, aus früheren Zeiten erzählen oder auch so gekleidet kommen dann, ne, so ein bisschen 80er Jahre mäßig und so. Mhm. Also das ist einfach immer eine, macht jedes Mal Spaß. Mhm. 40 Jahre Sommersprossen und ich habe hier schon die neue Version, die ihren Weg noch nicht wirklich in die Öffentlichkeit gefunden hat. Wann wird der Song denn erscheinen? Ich hoffe, dass ich da jetzt bald zu komme, weil eben durch die vielen Auftritte, dann die verlagliche Arbeit, die ich ja noch habe. Und so bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, dieses eben zu verbreiten. Aber es ist, ich habe es mal jetzt auch bei der Kieler Woche das erste Mal auch live zum Besten gegeben und die Begeisterung auch der Kollegen war doch größer, als ich erwartet habe. Weil sie sagten, Mensch, das ist ja wie Sie, das ist ja klasse und so. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber das war so ehrlicherweise die Reaktion. Also deswegen, ich weiß, ich muss da jetzt mal langsam für sorgen, dass es unter die Menschen kommt. Naja, ich denke auf jeden Fall wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, denn so wie die NDW damals in Hochzeiten des Kalten Krieges etwas für Ablenkung gesorgt hat, würde das ja heute wieder in die Zeit passen, die wir gerade alle erleben. Ja. Also es ist vollkommen richtig, die Zeiten sind nun alles andere als erfreulich, ne? Und deswegen alles, was einen ablenkt oder was einem einfach gut tut, sollte man tun und sich nicht verrückt machen lassen, ja. Ne? Weil das dann haben die dafür sorgen, dass die Zeiten so sind, wie sie jetzt sind, haben ja dann noch mehr ihr Ziel erreicht. Ne? Das ist doch das, was ich jetzt auch immer bei den Veranstaltungen sage, es gibt ja auch einen Titel von UKW, Hey Matrosen, das war die dritte Single, das war ein Titel über den Falklandkrieg 1982 zwischen Argentinien und England. Ja, und da sage ich auch immer, wir lassen uns, ne, wenn ich den Titel ansage, nicht von diesen Wahnsinnigen und Idioten die Lebensfreude nehmen. Ne, und das war damals schon so und das soll heute auch so sein. Das muss auf jeden Fall so sein. Wie geht's bei Ihnen in Zukunft weiter? Sie sind ja immer noch mit den NDW-Songs unterwegs. Gibt's da weitere Projekte? Es gibt Titel, ich sage mal, wenn ich jetzt mal so Pi mal Daumen, 30 Titel, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Also das ist so NDW Reloaded, sage ich mal. Und da steht für den ersten Titel jetzt hoffentlich bald der Videodreh an. Und das will ich so nach und nach alles veröffentlichen, deutschsprachig, ne, im Stile der Neuen Deutschen Welle, auch sowohl musikalisch als auch textlich. Das ist das eine. Das andere ist ein englischsprachiges Projekt von mir, was jetzt auch in den Startlöchern ist. Da sind zwei Videos gedreht. Also es gibt da so einiges, was jetzt in nächster Zeit kommen wird. Na, da dürfen wir uns ja als Fans der NDW auf viele neue Dinge freuen. Und ich glaube, Sie kommen in diesem Jahr aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Auf der einen Seite das runde Jubiläum mit Tina Tine und dann die Sommersprossen. Und wenn man auf diese Zeit zurückblickt, was wünscht man sich da noch für die Zukunft? Gibt es da noch Wünsche? Ja, natürlich. Für die Zukunft wünsche ich mir in erster Linie Frieden. Ne? Weil für mein Leben, es ist alles gut. Ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber wenn ich jetzt an meine Lebenssituation denke, ist alles gut so. Ne? Und aber grundsätzlich, wo ich mich stark mit beschäftige, ist eben die Situation, die allgemeine Situation. Und da wünsche ich mir, dass es das endlich mal aufhört, dass die Idioten auf diesem Planeten so viel Einfluss haben. Aber ich meine, das ist ein frommer Wunsch. Ne? Also das ist das, was am wichtigsten ist, ne? Dass die Menschen vielleicht irgendwann auch mal dazu kommen zu sagen, hey,
wenn wir gemeinsam was erreichen wollen, ne, dann nur, wenn wir nett und freundlich zueinander sind. Ne, und dann wäre dieser Planet ein wunderbarer Planet. Da geben wir Ihnen natürlich absolut recht. Sie haben in Ihrem Leben oft Dinge gemacht, die Ihnen nicht nur Spaß gemacht haben, sondern auch noch zum Erfolg geführt haben. Gibt es etwas in Ihrem Leben, bei dem Sie sagen, das würde ich musikalisch doch gerne nochmal machen und ausprobieren? Nee. Okay. Ich habe eigentlich alles, was ich gerne musikalisch ausprobiert habe, ausprobiert oder bin gerade wieder dabei. Ne? Das ist, da gibt's noch einiges, was in der Schublade liegt, was einfach aufgrund von Zeitmangel auch nie veröffentlicht worden ist. Also da hätte ich noch einiges, was ich endlich mal herausbringen, ne, oder auf die Menschheit loslassen könnte. Also da ist nichts, wo ich sage, oh, das möchtest du unbedingt gerne nochmal machen. Da, wie gesagt, die Dinge kommen jetzt und deswegen ist alles gut. Tja, dann freuen wir uns über 40 Jahre Sommersprossen und dass es noch weitergeht und bald neue Deutsche Welle-Songs kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie unseren Hörern und mir geschenkt haben. Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview und für das nette Gespräch. Gerne. Peter Hubert.